So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 16 Karriere. Und ihr seht schon im Hintergrund, heute wieder in der Liga BBVA gegen den Tabellenletzten. Und wer den letzten Part gesehen hat, der weiß, unser Vorsprung auf Tabellenplatz Nummer 2 und 3, vor allem auf 3 in dem Fall, ist so ein bisschen geschrumpft. Real nur noch 2 Punkte hinter uns, Sevilla auf 2, aber die haben ein Spiel mehr, von dem wir erstmal Real, um die wir uns so ein bisschen kümmern werden. Es wird doch nochmal eine enge Kiste. 0:0 gegen Valencia, dann die Niederlage, die wir zuletzt einfahren mussten. Gott sei Dank noch den Sieg gegen Gijón. Niederlage hatten wir, hier seht das, gegen Deportivo La Coruña, das 2:0, ganz, ganz bittere Pille. Und Gott sei Dank, wie gesagt, das 3:0. Heute gegen Betis werden wir nochmal simulieren, Tabellenletzter, dann das Derby gegen Espanyol. Das werde ich ein bisschen davon abhängig machen, wie wir heute kicken werden, wie wir die Simulation jetzt dann vollenden werden. Werden wir entweder spielen, wenn nicht, dann gegen Villarreal. Das ist ja die beste Mannschaft, die uns da in der Liga noch erwartet. Und dann hoffen wir, dass wir das durchziehen, Jungs. Wer das fucking nochmal bitte, wenn wir das nicht hinkriegen mit der Meisterschaft. Ach du Scheiße. Dann ist es eine absolut beschissene Saison. Und ich glaube, dann fliegen wir vorher noch aus dem Amt. So schaut's mal aus. So, ihr seht, wir haben eine Woche Pause, heißt, wir werden da auch erstmal mit der Top-Mannschaft nochmal reingehen. Ich weiß, es ist gegen den Letzten, aber ich habe momentan ein bisschen Schiss vor der Simulation, von dem her traue ich mich das nicht. Und in dem Sinne übrigens, wenn es euch wieder gefällt, lasst gerne den Daumen nach oben da, da würde ich mich sehr drüber freuen. Vielleicht knacken wir wieder die 1500 Likes. Westermann bekommt gelb, einen Like für... Und ein Tor Westermann. Nein! Dann kein Like jetzt für Westermann, Jungs. Vergesst's. Nicht für Westermann. Like gerne, aber nicht für Westermann. Das gibt's nicht. Die sind Tabellenletzter, Jungs. Wir spielen mit der Top-11 und wir werden hier verlieren und am Ende wahrscheinlich die Meisterschaft hergeben, oder was? Ist das euer Ernst, Jungs? Ich weiß nicht, was los ist. Ich weiß nicht, was... Och, du Scheiße, Jungs. Oh, mein Gott. Diese verfickte Scheiß-Simulation. Ohne Witz, sie hat bisher doch auch geklappt bei Barca. Warum denn auf einmal nicht mehr? Was ist denn da los? Und Real verliert Gott sei Dank. Meine Fresse, das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Betis Sevilla stehen jetzt hier wieder auf 19. Es ist der 8. Sieg im 36. Spiel. Boah, und Westermann macht... Ach du, das ist wieder eine Story für sich. Also, Stand jetzt. Barca 74, Real 73, Sevilla 73. Wir hatten mal so einen kranken Vorsprung. Das ist unglaublich, wie wir den jetzt hergegeben haben. Ich weiß, jetzt kommen wieder die Simulationshasser. Aber wir haben es ja von Anfang an angesprochen, damit wir, dass wir hier ein bisschen mehr simulieren wollen. Und man kann ja wohl erwarten, dass wir auswärts beim Tabellenletzten gegen Westermann gewinnen. Aber scheinbar nicht, EA. Und das jetzt ein paar Mal in Folge schon. Unfassbar. Aber gut, dann werden wir jetzt auf jeden Fall die Partie spielen. Da wurden Berichte aktualisiert. Okay, lassen wir mal so weiterlaufen. Werden allerdings auf jeden Fall, ey, ohne Witz, ne? Ich nehme das Bayern-Spiel auf, wir verlieren. Ich nehme das Valencia-Spiel auf, 0:0, wir verlieren die Simulation. Nehme jetzt den dritten Part in Folge auf. Ich bin ja momentan noch unterwegs, deswegen die Vorproduktion über fürs Wochenende und so. Verlieren wir gegen Westermann und Co. Jetzt ist noch Alaba 2 Monate verletzt. Gibt's einen schöneren, was haben wir gerade bei mir? Dienstagabend bei mir. Gibt's einen schöneren Dienstagabend, kurz vor der Champions League, wo jetzt United gegen Wolfsburg spielt und gewinnen muss? Ich wette, das geht auch in die Hose. Ihr wisst ja jetzt schon mehr. Aber unfassbar, du. Wahnsinn. Gibt's doch gar nicht, oder? Viel mehr Pech kann man langsam nicht mehr haben. So, muss ich mal schnell auskotzen hier. Aber gut, wir gehen rein. Derby gegen Espanyol werden wir dementsprechend spielen. Und im nächsten Part dann gegen Villarreal. Ganz klar. So, ich hoffe, ich verkack's jetzt nicht durch meine Spielweise. Das wäre ja noch bitterer. So, Yaya Touré, die nächste Legende, die da angezeigt wird. Und wir müssen das Turnier für die Europameisterschaft einreichen. Das sollten wir uns jetzt mal ein bisschen anschauen. Deswegen Gehalt sind Sachen, über die wir nicht mehr quatschen wollen, haben wir gesagt jetzt. Sondern erstmal auf die Saison konzentrieren und wir bleiben eh nicht beim Verein, sondern wechseln den. Ja, wer es nicht mitbekommen hat, den vorletzten Part nochmal anschauen. So, achso, Mannschaft abschicken, sowas. So, Nationalteam, Berufung. Was haben wir denn heute für einen? Lass uns das mal noch schnell... Wobei, brauchen wir eigentlich gar nicht schauen, oder? Wir nehmen die Jungs eh mit, so wie sie jetzt da sind. Okay, wir haben einen, ne, wir haben 2 Rechtsverteidiger. Sanja musste eigentlich fast raus. Nee. Evra muss raus, nehme ich mal Kurzawa mit. Dann, ein Innenverteidiger muss eigentlich noch raus für Varane. Perrin, wobei ich Perrin eigentlich ganz stark finde. Aber da müssen wir eigentlich, ja, machen wir aber. Machen wir aber. Varane mit. So. Ein Tap auf links, vielleicht noch so als Ribéry-Ersatz. Wobei, da haben wir auch noch Nasri, Ribéry. Okay, wird schwierig vielleicht, wird schwierig. Benzema, Lacazette, Griezmann, Giroud bleibt daheim. Diarra, Kostil, Sakho, Kondogbia. Kondogbia, ZDM, haben wir da noch Schwächen? Eigentlich auch nicht. Also einziger wäre ein Tipp, den wir noch mitnehmen könnten. Vor allem, weil wir auf rechts gar nichts haben. Auf der rechten Seite im Mittelfeld. Wahnsinn. Wen lassen wir denn da daheim, Jungs?
Ich glaube, ich lasse einen Gonalon. Ich weiß es nicht. ZDM haben wir 1, 2, 3, 4 Stück. Haben wir noch ein ZM sogar? Ja, Pogba, 5 Stück. Ich lasse Gonalon, glaube ich, daheim. Schneiderlin möchte ich mitnehmen, wenn Toulalon ist. Oh, bei Toulalon. Ich glaube, ich lasse Toulalon daheim, Freunde. Toulalon daheim. Menez müssten wir eigentlich auch noch fast... Ja, Menez, nee. Buh, das wird richtig schwierig. Einen Tab nehmen wir jetzt auf jeden Fall mal mit. Lasst mich mal da drüben schauen. Gibt es noch auf Seite 2 und sowas? Jemand, den wir vielleicht komplett vergessen. Fekir. Muss ich aber auch erstmal außen lassen. Via Martial. Oh mein Gott. Wie sollen wir denn so viele Leute mitnehmen, Jungs? Wollt ihr mich verarschen? Boah, Martial hätte ich echt noch ganz gern dabei eigentlich. Kurzuma auch. Ey, das sind so viele geile junge Leute, ne? Die wir einfach nicht mitnehmen können. Tolisso. Auch nicht schlecht. Wahnsinn. Dichne. Der gute Dichne. Wir haben aber vielleicht haben wir zu viele Innenverteidiger. 1, 2, 3, 4. Passt aber eigentlich auch. Ich glaube, ich nehme Sanja noch. Sanja darf auf jeden Fall noch nicht mit. Sanja nicht mit. Und ich glaube, ich nehme dafür Martial mit. Oder? Martial mitnehmen? Ich glaube schon, Jungs. Martial könnte so die Neuentdeckung werden. Ich sende jetzt das Ding mal ab. Ein bisschen haben wir, glaube ich, noch Zeit. Boah, enorm unsicher, oder? So wenig Möglichkeiten. Unfassbar. So, Problem selbst beheben. Es gibt ein bisschen was, was wir scheinbar ändern müssen. Alaba verletzt, da kann von mir aus Vidal rein. Der kann ja auch da spielen. Und das ist der dritte Verletzte jetzt im Bunde. Piqué kommt wieder mit. Hat ja die letzten beiden Spiele nicht gekickt. Auch nicht in absolut Top-Form. Laporte, Mascherano schauen da ein bisschen besser aus. Sonst gehen wir ja natürlich mit der Top-11 rein, Freunde. Müssen wir, gar keine Frage. Ey, das ist... Wir machen es uns selbst nochmal so schwierig am Ende dieser Saison. Es ist unfassbar. In dem Sinn, Daumen drücken jetzt für die Partie. Dass es jetzt hoffentlich ein bisschen chilliger wird, Jungs. Was den Tabellenstand dann gleich angeht. Weltklasse, 5 Minuten, Schauer. Wir kommen mit Barca momentan in den letzten Parts nicht so wirklich klar. Hatten 2 Spiele gegen die Bayern, gegen Valencia. Wo es nicht so gut ausgesehen hat. Plus die Simulationen, wo es noch beschissen ausgesehen hat. Und heute muss es wieder zählen. Wir haben es noch selbst in der Hand. Es ist noch, ist alles gut. Aber die Saison könnte eine ganz, ganz schlechte werden, wenn wir weiter so leichtfertig Punkte hergeben. Also, Barça Derby, Espanyol Barcelona zu Gast im Camp Nou gegen den FC Barcelona. Der Tabellen 16., 17., sowas in dem Dreh der Mannschaft, die eher weiter hinten steht und wo wir natürlich mal wieder der ganz, ganz klare Favorit sind. Aber mit der Rolle sind wir irgendwie bisher nicht so zurechtgekommen. Zumindest, wie gesagt, wenn man die letzten Parts bzw. Simulationen sich mal bisschen genauer anschaut. Da hat es irgendwie ein bisschen gehapert. Rakitic macht das gut. Gibt es jetzt vielleicht das neue Barça? Aufpassen. Messi am ersten vorbei. Messi, gibt es die Ecke? Es gibt den Abschluss. Schade, erste gute Möglichkeit. Kommt mal nah vor den Kasten. Gut gemacht von Lionel Messi. Macht das ganz, ganz stark. So, wir gehen jetzt auch mal auf hoher Druck gleich. Nehmen den auch mal mit, damit die Jungs gleich mal hoffentlich hier im Derby zeigen, was Sache ist, Freunde. 5 Minuten vorbei. Wie gesagt, erster kleiner Anlauf da von Messi, wenn man so nennen kann. Das sah schon mal nicht schlecht aus. Jetzt gibt aber nicht gelb, Schiri, bitte. Er gibt die gelb. Ach du Scheiße. Ah, das Gelb. Das war meiner Meinung nach noch ein relativ harmloses Foul, dass er da einfach im Mittelfeld macht. Versucht einfach den Ball abzunehmen. Kommt schon drauf, der Jungs. Das wäre jetzt so das Bitterste, wenn wir diese gut von Neymar. Rafinha, ja, der kommt. Oh, Alvaro, aber mit ganz viel Schwein holt er sich da gerade noch so die Kulle. Das wäre jetzt aber echt so das Bitterste, wenn wir diese Partie jetzt hier erstens mal im Derby, zweitens mal wieder zu Hause und drittens mal wieder verlieren. Das wäre ganz, ganz bitter, Jungs. Und dann gute Nacht. Dann wird es ganz, ganz extremst eng. Dann müssen wir auf Real hoffen und das wollen wir absolut nicht. Und auf Sevilla, die dürfen wir absolut nicht vergessen. Die auch eine grandiose Saison spielen und da oben um die Meisterschaften Wörtchen mitreden wollen. Aber wie gesagt, wir haben es noch in der eigenen Hand und das wollen wir weiterhin so beibehalten. Gut gespielt. Das ist schöner Fußball, den wir wollen, den wir sehen wollen. Oh, und dann kann Rakitic den Ball nicht gut auf Suarez bringen, beziehungsweise der kann den nicht gut annehmen. Weiter draufbleiben. Victor Alvarez. Komm mal nicht hin, Duarte. So, die spielen es hinten rum. Ich versuche mal so ein bisschen zu pressen, krieg aber nicht wirklich den Druck drauf. 1-1 bei Real. Das ist zumindest mal so eine halb gute Nachricht. Messi, schöner Ball. Rakitic spielt er nach unten, jawohl. Gutes Ding. Ja, schön gespielt, durchgesteckt. Aber der war nicht gut durchgesteckt und Suarez läuft einfach mal auf. Und den Ball haben wir jetzt aber. Aber spielen ihn wieder nicht gut raus. Oh Mann, da muss wieder mehr kommen. Es ist, wie gesagt, so ein bisschen ein Problem, was wir momentan haben mit unseren Pässen. Mit dem letzten Pass, aber auch mit den ganz normalen Pässen, die einfach nicht so ankommen, wie wir es wollen. Und dementsprechend haben wir so viele Ballverluste, die uns jedes Mal wieder Zeit kosten, wo wir jedes Mal wieder das Spiel neu aufbauen müssen.
und meistens dann mal wieder nichts Gutes draus machen. Das ist das große, große Manko. Wir stehen, bis auf die Simulation jetzt mal, da wissen wir es natürlich nicht, aber wir stehen defensiv eigentlich relativ gut, relativ in Ordnung, auch gegen die Bayern. Da haben die halt einfach eiskalt zugeschlagen, das vor allem im zweiten Durchgang. Ja, wenn ihr euch noch dran erinnert, Rakitic. So, jetzt müssen wir da mal abziehen. Rakitic! Badim Kasnatin. Aber das große Problem ist so ein bisschen die Kreativität und die Genauigkeit in den Pässen nach vorne. Auch solche Sachen, die spielen auch so ein kleines Rollchen, sag ich mal, dass jetzt da ein Pogba einen Ball nicht gewinnt. So ein Kopfball, wo du danach gleich schnell nach vorne umschalten könntest. Aber das größte Problem sind die Pässe und Espanyol. Oh mein Gott, Jungs. Also heute der Tag bei mir ist zum Vergessen. Das ist unfassbar. Erste Chance, Caicedo, glaube ich, ist es. Jagt die Kulle in den Winkel. Die waren noch nicht mal im 16er bisher. Und machen da das 1-0. Unfassbar. Unfassbar einfach nur. Gibt's nicht. Also hast du Scheiße am Fuß? Hast du Scheiße am Fuß? Es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. So, draufbleiben. Jetzt passt auf, nicht, dass jetzt die noch das zweite machen. Ter Stegen, sehr schön. Kommt schon, Jungs. Das darf doch nicht wahr sein hier. Das gibt's doch jetzt gar nicht. Was gerade passiert hier. Suarez dauert zu lang. Messi, guter Ball. Rakitic, schöner Ball. Messi, schieb. Schick wieder Rakitic, komm. Dauert zu lang, Rakitic. Komm nicht schnell genug an den Ball. Laporte. Ja, gut gespielt. Ja. Ja. Suarez. Ah, der kann nicht kommen, aber Suarez nochmal da, kommt er auch nicht durch. Und wieder Espanyol Barcelona, die jetzt natürlich die Chancen kriegen zum Kontern. Jordi Alba. Alba, was ist denn das für ein Ball? Meine Güte, Jungs, ich rede gerade noch davon. Da kommen Dinge raus, das ist ja unfassbar, ist ja das. Mann, 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 Pass auf 3 Meter. Durchstecken, wir stehen alleine vom Keeper. Was macht der Spiel zum Gegner? Unfassbar. Caicedo. Und so, wie gesagt, nehmen wir uns selbst hier jedes Mal die Chancen raus. Neymar macht eine gute Partie, arbeitet viel mit nach hinten. Holt sich da jedes Mal die Bälle. Das war dumm von mir. Komm schon, Neymar. Nochmal, 40. Minute. Chance Nummer 2. Oh, wenn die jetzt das zweite Tor gemacht hätten. Laporte, Pogba. Foulspiel, Schiri. Oder so, oder so. Jetzt gibt er doch noch den Freistoßtreffer. Beziehungsweise den Freistoß. 3 Minuten noch in Durchgang 1. Ihr merkt, ich bin mega unzufrieden einfach. Es läuft heute einfach gar nichts bei mir. Ich weiß auch nicht. Vidal. Geiler Ball. Rafinha muss so ein bisschen kurvig laufen, dass er da noch irgendwie hinkommt. Kommt er aber nicht. Und der Ball, den Kopfball gewinnen wir auch wieder nicht. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wenigstens den. Jetzt noch die eine Chance. 45. Minute. Mittlerweile am Rollen. Ball kommt wieder nicht durch. Pogba. Nochmal draufschieben. Kommt schon. Alvaro. Drauf, 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 drauf. Ja, gut von Pogba. So, ich versuche den nochmal schnell nach vorne zu bringen. Und wir gewinnen wieder das Kopfballduell nicht. Also das ist... Oh, Jungs, das ist ganz, 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 ganz mies, dass wir die Dinger nicht kriegen. 1-0 für Espanyol. Wir gucken mal rein. Sevilla und Real. Alle spielen übrigens zeitgleich gerade. Real 2-1 zur Halbzeit und Sevilla 0-0. Zumindest Sevilla patzt, aber das bringt uns gar nichts. Das bringt uns gar nichts. Montagne ist da in der Partie. Soll uns auch nicht interessieren. So, wir gehen auch sehr offensiv. Es klappt heute irgendwie nichts bei mir. Es ist nicht mein Tag. Und mein Tag waren die letzten 3 Parts mit Barca, die ihr gesehen habt. Die ich ja alle im Voraus aufgenommen habe. Da will es heute irgendwie nicht klappen. Das ist unfassbar. Aber wir müssen da irgendwie durch und über den Punkt drüber und irgendwie das eine Tor erzielen, beziehungsweise die 2. Aber jetzt erstmal 1. Und dann hoffen und Daumen drücken. Foul an Laporte. Gibt da auch gelb scheinbar. So schaut's aus für Caicedo. 40 Minuten noch. Kommt schon, Jungs. Kommt schon, kommt schon. Das wäre so fucking bitter. Vidal. Suarez, ja, kommt wieder nicht an. Kommt wieder nicht an. So ein normaler Ball. Ein normaler Ball. Mensch, Mensch, Mensch. Montañez. Neymar, gut. Ja. Pogba, guter Ball. Nimm den, Neymar. Ja, schön wieder. Und dann das böse V von hinten. So, da muss er jetzt eigentlich schon gelb mindestens geben. Einfach mal von hinten in die Beine gegrätscht. Gibt auch die gelbe Karte. Wie schaffen wir es, irgendwie mal wieder gefährlich zu werden? Oh fuck, da steht noch einer. Ey, ohne Scheiß, Jungs, es ist heute nicht mein Tag. Es ist heute nicht mein Tag. Das ist der Wahnsinn. Passt oben auf. Oben läuft er. Drauf, 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 drauf. Caicedo, komm mal nicht hin. Halbe Stunde noch, Caicedo. Wir haben Abschluss. Jawohl. Immerhin das. Mann, 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 Mann. So, komm, schnell rausspielen, Ter Stegen.
Vor allem das Problem ist jetzt wieder, die stellen sich hinten rein, was natürlich... Jungs. Boah, ich verzweifle gerade. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Schaut euch das an. Ich komm an nichts. Jetzt gibt es wahrscheinlich noch Elfmeter, oder? Jawohl. Oder so ein Tor. So ein dummes Tor. Wahnsinn. Und wieder durch so eine Situation, die vorhin entstanden ist, wo wir einen Ball nicht annehmen können. Das gibt's doch nicht. Das gilt's doch nicht. Was ist denn da los, bitte? Oh, wieder ein Häkchen. Wieder knapp vorbei. Kommt schon jetzt. Wechseln brauchen wir auch wieder nicht. Wir haben die Top 11 schon drauf. Geh doch zum Ball. Ich, Jungs, ohne Witz. Kommt schon, drauf jetzt. Alvarez. Den kriegen wir. Gut zurückgespielt, Ter Stegen. Jawohl, schöner Ball. Alba. Pogba, schön. Rakitic. Gut, Suarez kann wieder. Ich, Jungs, das gibt's doch jetzt gar nicht. Nehmt doch einfach mal die Bälle an, Mensch. Oder gewinnt Zweikämpfe beispielsweise. Das ist doch... Meine Fresse, das ist unfassbar. Rafinha. Pogba. So, come on jetzt. Suarez, schaffen wir es diesmal? Jawohl. Kein Abseits, Messi. Auf geht's. Meine Güte, du. Messi. Bradi oder Badi kommt da auch noch hin. Wir verlieren das jetzt bitte nicht echt. Kopfballduell verloren, aber gut, das war abzusehen mit unserem kleinen Mascherano. Montañez, wir müssen irgendwie draufschieben. Wir haben keine Zeit mehr. Aber wir kriegen auch null gefährliche Aktionen nach vorne hin. Pogba. Ja. Neymar. Kommen wir auch nicht hin. Dann kann der den sogar noch in die Hand nehmen. Ich werd hier bekloppt. Also sorry, Jungs, aber das ist heute absolut nicht mein Tag. Griezmann, bringen wir rein. Tura nochmal für Neymar. Gilt's heute echt, den umgedrehten Spiel sozusagen in der Meisterschaft, in der Liga BBVA. Nicht mal den Kopfballgewinner. Wir hatten keinen einzigen Kopfball, egal wie klein der Gegner ist und wie groß wir sind. Das gibt's doch nicht. Come on, Rafinha. Gut gespielt. Nochmal anschieben jetzt hier. Jordi Alba. Real 4-2. Rakitic, der kommt gut durch. Pogba! Kommen wir nicht hin. Nochmal geklärt. 10 Minuten. 2 Tore brauchen wir. Wir brauchen eigentlich 2. Wir sind nur einen Punkt vor den beiden. Rakitic, jawohl, der kommt auch an. Pogba kann den Ball wieder nicht annehmen. Ey, das ist unfassbar heute. Was heißt heute? Die ganzen Parts zuletzt. Jordi Alba, komm schon. Nochmal eine Chance, Fragezeichen. Alba, was ist denn das für eine Flanke? 82. Minute. Es ist unglaublich und unglaublich nicht unser Spiel. Das ist jetzt mal der erste Kopfball, aber es war auch kein Zweikampf eigentlich. Iniesta. Ja. Komm wieder nicht durch. Wir finden keine Mittel. Meine Kreativität ist heute einfach gleich, na, was weiß ich, Banane. Keine Ahnung. Unfassbar. Wir geben die Champions League her und wir geben heute eventuell die Liga her. Alter Schwede. In einer Saison, die eigentlich richtig, richtig gut bei uns mal war. Wieder so eine Kack-Ballername. Und immer ein Einwurf nochmal für uns. 87. Da kommt zumindest ein Tor jetzt. Rakitic. Ja. Ja. Griezmann kommt auch da nicht durch. Es bleibt beim 0-1, Freunde. Was ist denn bitte los? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Iniesta. Iniesta kommt auch nicht durch. Und das wird es dann wohl gewesen sein. 92. Minute. Espanyol holt sich hier die 3 Punkte. Das ist doch kein Foul. Mann. Gelbe Karte noch oben drauf. Wahrscheinlich noch gelb-rot, oder? Das wäre jetzt so die Krönung. Unfassbare Session bei mir. Ich glaube, so eine schlechte hatte ich in FIFA 16 echt noch nicht. Komm, nochmal draufschieben. Vielleicht macht nein. Boah. 1-0 Niederlage gegen Espanyol. Ist das bitte. Und Real hat gewonnen. Wir haben es gesehen. Wir sind auf Rang 2. Mann. Ich könnte gerade ohne Witz einfach nur schreien. Es ist unfassbar. Es ist einfach nur unfassbar. Sevilla gewinnt auch. Wir sind auf Rang 3. Wir geben innerhalb von 4 Spieltagen komplett 7 Punkte oder was wir Vorsprung hatten her. Unfassbar. Unfassbar. Boah, Alter. Könnte ich gerade kotzen, Jungs.
Ich krieg heute nichts, aber auch gar nichts gebacken. 0,00000. Wahnsinn, ey. Und geben jetzt echt innerhalb von 3 Parts alles her, was wir uns aufgebaut haben im Laufe der Saison. Alles. Bis aufs Pokalfinale. Aber gut, da hatten wir kein Spiel, Gott sei Dank. Da können wir nichts hergeben. Meine Güte, ey. Das ist unfassbar. Da können wir reinschauen. Begegnungen. Real gewinnt 4:0 gegen Villarreal. 4:0. Gegen die spielen wir jetzt. Na, herzlichen Glückwunsch. Wir können höchstens auf den Sevilla Bilbao. Okay, das ist noch ganz interessant. Das Real gegen La Coruña, da haben wir verloren. War das vielleicht Real noch gegen... War es da schon? Wo sind wir denn hier? Real spielt noch gegen... Wo haben wir sie denn jetzt? Mensch. Gegen Deportivo La Coruña. Und eins fehlt doch noch, ein Spiel von Real. Oder war das das? Ich glaube, das war das, oder? Ja. Boah. Real muss am letzten Spieltag verlieren. Das ist unfassbar, ist das. Wenn wir gewinnen, sind wir zumindest wieder auf 2, glaube ich. Wobei, da zählt ja direkt der Vergleich. Können wir auch mal schnell gucken, wie wir gegen Valencia gespielt haben und gegen Real. Mann. Ihr merkt, meine Laune ist ungefähr mega mies jetzt einfach nur. Sevilla, 2-0-Sieg und nochmal irgendwie was bitte. Zumindest, wo wir das direkte Duell gewinnen. 1-0-Sieg. Okay, gegen Sevilla hätten wir den besseren Vergleich, der hier zählt. Jetzt brauchen wir Real. Mann, könnte ich gerade kotzen. 3-3 und 0-0, glaube ich. Aber das 3-3 war auswärts. Ja. 0-0 müsste eigentlich da stimmen. Unfassbar. Und 0-0, ja. Also da halten wir auch den besseren Vergleich. Aber darauf kommt es gar nicht mehr an, weil mit Real können wir gar nicht mehr punktgleich werden. Da, der Zug ist abgefahren. Wir brauchen jetzt 2 Siege und müssen hoffen, dass Real... wenn Real unentschieden spielt am letzten Spieltag, dann werden wir es. Also jetzt wenn wir jetzt 2 Siege holen, dann müssen wir hoffen, dass Real am letzten Spieltag gegen Deportivo La Coruña unentschieden spielt. Und das wird doch eher sehr unrealistisch. Dann hätten wir doch noch die Meisterschaft mit Punktgleichheit am Ende. Aber das ist... Es tut mir leid, Jungs. Ohne Witz. Alles hergegeben jetzt an den letzten 2 Spieltagen. Wahnsinn. Ja, in den letzten 3 Parts. Kann schon nicht mal mehr reden. In dem Sinn, wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Und damit, Jungs, bin ich erstmal raus. Und fass mal einfach nur bitter. Macht's gut, einen schönen Tag, haut da rein. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.